Oh, die Szene kennen wir. What is that thing? Dort. It's a girl. Pyra. Nimm mich. Ich bin dein Schwert. Hey, Brat! Don't even think about touching that! Huh? Ach du Scheiße. But why? Don't take it personally. It's an act of mercy. At least you won't be alive to see what's coming. Hat er jetzt das Schwert zerstört? What a waste of time. Jin! Why did you kill him? Why? What did Rex ever do to you? Jin! Let's ship out the Aegis. Nia, call the Monoceros. Was hat sich Jin dabei gedacht? Vor allen Dingen, wie kann es sein, dass er den aus Güte umgebracht hat? Oh. Träumt er das? Ist er im Himmel? Oh, cool, wir können sogar spielen hier. Hä? Sieht ein bisschen komisch aus. Was ist das da? Ein Stein. Ein Stein! Was sollen die Kirchenglocken? Und vor allen Dingen, es hieß, es gibt kein Land. Und jetzt ist es auf einmal auf Land. Ist das Elysium? Excuse me. It's such a mournful sound. Huh? It hasn't stopped. Not in all these years. Hasn't stopped? You mean that bell sound? Is the Praetorium somewhere nearby? Where are we? This is Elysium. The land where long ago mankind lived in harmony with their creator. It's where we were born. Get out! Really? Da, eine Kirche. Und Häuser. Is that a core crystal? You're a blade. My name is Pyra. What? Oh, right. Mine is... I know you. You're Rex, right?
How did you know my name? Just now, when we came into contact. Just now? Sorry. I can't seem to remember how I got here. You were killed. Stabbed through the heart by Jin. Jin? Through the... I remember now. That bastard stabbed me! Oh man! This is bad! Everyone in the guild is in danger! No, wait! I can't do anything if I'm dead! Titan's fucked! If I wasn't dead, I'd kick that guy's ass! Rex, I have a request. Can you take me to Elysium? Elysium? But isn't that here? This world is merely a memory. An ancient, half-forgotten memory of what once was. The real Elysium lies in your world. Atop the world tree that rises from the heart of all rest. Memory? So it's like an illusion. But there's no way. I'm dead, remember? How can I help if I'm not breathing? I will give you half of my life force. That way, you can be revived. As my driver. As the driver of the Aegis. The driver? Of the Aegis? What will you do, Rex? Is this place really your home? It is. And it really exists? Rex, I know what you're thinking, and you are correct. By coming to this place, you can save the world. Save it from the slow demise that is its fate. We wouldn't have to live in fear. Then there's only one choice. I'm in. Let's go to Elysium. I'll take you there myself. Thank you, Rex. Now place your hand on my chest. What? Are you sure? So ist er wieder erwacht. Nia, end them. End? Like what? The price for their lives has already been paid in full. Now that we have finally obtained the Aegis, the fewer living souls know about it, the better. I can't do that. These people haven't done anything wrong. I don't understand you. Now, have you forgotten why you came here to begin with?
Nia? No, but... Oh, for the love of... Fine, I'll handle it myself. What the... Pyra erwacht. Sword can't be. It's kind of low to stab a man in the back. You bloody psychopath! Pyra! Here! Cover me! Got it. Jin, leave him to me. Sorry, kid. I can't let the likes of you just claim her power for yourself. This is as far as it goes. Yeah! Aegis, over here! Just leave it out! Give it a rest, Malos! Can't you see he's just a child? A child? Don't make me laugh. This kid made himself the Aegis' driver! The Aegis' driver? Rex is... You are done! Thanks, Pyra. You're welcome. Now, don't let up! Yeah! Everybody, go now, quick! Yeah, Malos here. I don't think so. Hey, you bully, over here! Wie er direkt die übelsten Skills hat. You rat. How can a nobody like you? Ah, but with those eyes, I guess I should have been more wary from the start. What do you mean? Like I tell you. War das für eine magische violette Flamme? Na dann starten wir den Kampf. Die Mitglieder der Gruppe haben sich geändert. Wähle den Charakter. Ja, okay. Läuft. Let's show them a thing or three. Rex lebt, er ist jetzt der Meister der Aegis. Es ist an der Zeit zu erläutern, was ein Meister im Kampf beachten sollte. Der erste Punkt, Harmonie. Sie wird durch ein Band aus Licht zwischen Rex und Pyra dargestellt. Leuchtet es golden, dann sind Meister und Klinge im Einklang. Rex kann sich schneller bewegen und seine Techniken laden sich schneller auf. Um höchste Harmonie zu erreichen, ist es wichtig, in der Nähe deiner Klinge zu bleiben und viele Angriffe in Folge durchzuführen. Entfernst du dich hingegen zu weit von deiner Klinge, dann sinkt die Harmonie. So, nun zu Malos. Achte im Kampf gegen ihn stets auf die Harmonie mit Pyra. Blind Spot. Ja. Okay. Ha. Blaue Linie bis jetzt. Ha.
Unbeatable Spinning Edge. Ah, das hat nicht geklappt. Spot. Ha! Yep, Eagle Eye! Why not? Pyra hat Rex gerade mit einer Klingtechnik unterstützt. In diesem Fall hat sich dadurch seine Trefferrate erhöht. Eine Klinge unterstützt ihren Meister im Kampf automatisch mit Klingentechniken. Je höher das Vertrauen zwischen Meister und Klinge, desto häufiger wirkt sie ihre Klingen auf ihn. Was bedeutet Vertrauen, willst du wissen? Das erfährst du, sobald du etwas mehr Erfahrung als Meister gesammelt hast. Konzentriere dich jetzt erstmal darauf, Malos zu bezwingen. Was? Gerade hat sich das Symbol für deine Spezialtechnik gefüllt. Spezialtechnik verfügen über deutlich größere Angriffskraft als normale Techniken. Greife Feinde mit Techniken an, um die Anzeige zu füllen. Du kannst Spezialtechniken in 3 Stufen aufladen. Verwende Techniken genau dann, wenn ein Autoangriff den Gegner trifft, um das Spezialsymbol stärker zu füllen. Bei Erfolg erscheint ein heller Kreis. Wenn du eine Spezialtechnik ausführst, werden Knopfsymbole in der Mitte des Bildschirms eingeblendet. Führe die Anweisung dieser Knopfsymbole korrekt aus, um dem Feind vielfach höheren Schaden zuzufügen. Wenn du einen Gegner mit einer Spezialtechnik triffst, hast du die Chance, ein Klingen-Kombo durchzuführen, aber dazu gleich mehr. Let's go! Gotcha! Hitzeschub? Na, ich bin mal. Zwei. Ja. Double spinning spiral servant. Anchor shot. Ha. Now let's show them what we're really made of. Stufe 2. Vielleicht kriegen wir direkt Stufe 3 hin. Das wäre geil. Aua. Rückwurf. Jetzt. Oh, jetzt bin ich umgeworfen. Komm! Steh auf! Let's go. Rex, I'm with you. Oh, 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 schneller, schneller, schneller. So, kommen wir jetzt noch einmal zu Klingen-Kombos. Wenn du einen Gegner mit einer Spezialtechnik triffst, erscheint oben eine Leiste, die zeigt, wie lange die Gelegenheit für ein Klingen-Kombo besteht. Gleichzeitig werden auch die möglichen Routen der Klingen-Kombo angezeigt. Bevor die Leiste leer ist, kannst du den Feind mit einer höherstufigen Spezialtechnik treffen. So verursachst du noch einmal viel mehr Schaden. Ja! Du hast mit einer Spezialtechnik getroffen. Hier hast du ein bisschen Energie für Spezialtechnik. Also versuch dich an einer Klingen-Kombo. What would you have me do? Gotcha! Hammer! Bash! Did I spot overdo it? Aua. Kann gerade nichts machen. Ja! So! What would you have me do? Na gut. Oh. Excellent. Geiler Kampf. Aber ein bisschen zu viel Erklärung. Aber ich glaube, das muss auch sein am Anfang. You're good, kid. It's no simple feat to control the Aegis like that. However. Jetzt hat er mir das Schwert abgenommen. Rex! Don't get cocky, you little shit. Zubak! Understood. What? Nia hilft uns. Get out of the way, Nia! Have you gone mad? You're the one who's off your net, wheeling on a child. Nia, I don't think you quite comprehend your position. I get it, but... You're starting to piss me off! Ah!
prima ballerina. Interessante Kampftechnik hat Pyra. You're pretty sharp for someone who's only just woken up. Pyra! Takes me back to 500 years ago. What's the deal with that appearance? I'm guessing your goal is Elysium. That is our dream! Then I have no choice but to stop you! Ist jetzt weggeschleudert. Ah. Bewusstlos. You're a tough one, kid. But there's only one way this can end. Oh. Oha. Ganz schön agil für sein Alter. Was ist denn jetzt Nia? We're going. Hold on tight. Stop them. Open fire. Oh, da muss er schon ganz schön viele Treffer einstecken. Ready to cannon. It's no use. They're out of range. Damn it! They gave us the slip. Was hat das alles zu bedeuten? That's enough for now. I'll have Akos hunt him down. That'll have to do. Was hat das alles zu bedeuten? Kapitel 1: Begegnungen. Irgendwie kennen die sich alle, aber vor allen Dingen die Aussage von Malos wegen vor 500 Jahren, dass er sich daran erinnert, ist er wirklich so alt? Das ist alles sehr mysteriös. Speichern wir mal. Jawohl. 5,5 Stunden kann das sein.
Ich habe davon gehört, dass es einen Bug geben soll noch, bei dem die Spielzeit, selbst wenn die Switch im Standby ist, noch weiterzählt. Also keine Ahnung, ob das so stimmt. Gut, dann würde ich aber sagen, wir machen hier mal eine Pause. Ich habe jetzt zwei Parts hintereinander online gestellt, weil sie zusammenhängen. Es war einfach zu lang. Die Sequenz hat genau da aufgehört, wo eigentlich die reguläre Partlänge zu Ende war. Deswegen, ja, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da. Ihr könnt gerne bei jeder Folge ein Like da lassen, wenn ihr das Let's Play spannend findet und das Spiel spannend findet. Ich finde auf jeden Fall geil, wie sich die Story bis jetzt so langsam entwickelt. Und ja, ihr könnt ja gerne meinen Kanal abonnieren, dann verpasst ihr auf jeden Fall keine Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.